Das könnte wirklich die Lösung sein. Künftige Siedler auf dem Mars brauchen etwas zu essen, da führt kein Weg dran vorbei. Doch der Boden des roten Planeten ist extrem lebensfeindlich. Pflanzen und Mikroorganismen können hier unmöglich gedeihen. Das ultraleichte Material namens Aerogel könnte den Pflanzenanbau auf dem Mars aber dennoch möglich machen. Und das funktioniert nach einem einfachen, aber genialen Prinzip. Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Auch wenn der rote Planet der Erde in gewissen Dingen ähnelt, ist seine Oberfläche alles andere als lebensfreundlich. Wasser verdampft hier sofort. Dafür ist der geringe Luftdruck von nur rund 7 Millibar verantwortlich. Super gefährlich ist aber auch die schädliche Ultraviolett- und Partikelstrahlung der Sonne. Bedingt durch die sehr dünne Atmosphäre erreicht sie die Marsoberfläche fast uneingeschränkt. Die Folge: Im Boden des roten Planeten entstehen unheimlich aggressive Stoffe wie beispielsweise Peroxide und Perchlorat. Leben ist somit nicht möglich, denn die dafür notwendigen organischen Verbindungen werden direkt durch diese aggressiven Stoffe zerstört. Der Anbau von Pflanzen, der für eine Marskolonisation extrem wichtig wäre, gestaltet sich somit als unmöglich. Doch die NASA hat einen Plan, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Eine entscheidende Rolle könnte dabei das ultraleichte Material namens Aerogel spielen. Schon jetzt macht die NASA es sich zunutze, und zwar als Isolator bei den Marsrovern. Unglaubliche 99% des Aerogel sind nichts, also leerer Raum. Ansonsten besteht es aus einem Silikat. Das Material ist ein guter Isolator und ganz besonders leicht. Seine Dichte entspricht der Dichte von Glas zu weniger als einem Tausendstel. Und dennoch handelt es sich um ein festes Material. Und das Aerogel kann noch mehr. Das ultraviolette Licht, also das UV-Licht, wird blockiert. Sichtbares Licht dagegen wird von ihm hindurchgelassen. Ein perfekter Baustoff, also um eine Art Gewächshaus auf dem Mars zu errichten. Das hat sich auch ein Forschungsteam von der Harvard University gedacht. Durch die Umsetzung dieser Idee könnten künftige Marssiedler also Pflanzen auf dem roten Planeten anbauen und später ernten und essen. Dazu die NASA-Geologin Laura Kerber. Die Studie war als erster Test für die Möglichkeiten eines Aerogels als Baumaterial für den Mars gedacht. Das Experiment lieferte erfolgversprechende Ergebnisse. Auf einer Oberfläche wurde eine 2 cm dicke Schicht Aerogel aufgetragen und mit einer Lampe beleuchtet. Diese sollte das Sonnenlicht auf dem roten Planeten simulieren. Die darunterliegende Oberfläche erwärmte sich tatsächlich um 65 Grad Celsius. Somit würde also bereits eine 2 bis 3 cm dicke Aerogelschicht auf dem Marsboden nicht nur für einen guten Schutz vor der schädlichen Strahlung sorgen. Zudem würde das Material dazu führen, dass die Temperatur unter der verdeckten Oberfläche um rund 50 Grad Celsius ansteigt. Dem Treibhauseffekt sei Dank. Da das Aerogel ja das sichtbare Licht fast ungehindert durchlässt und die energiereiche UV-Strahlung absorbiert, wird diese in Wärme umgewandelt. Wassereishaltiger Untergrund auf dem Mars würde so aufgeheizt, was flüssiges Wasser im Boden zur Folge hätte. Dieses wiederum würde mit den aggressiven Stoffen reagieren, ebenso wie mit den Mineralien im Boden. Dies würde nicht nur Pflanzen, sondern auch Mikroorganismen zugutekommen. Falls dieser Plan aufgeht, wäre dies eine absolute Erleichterung für künftige Marssiedler und zudem eine deutlich einfachere Angelegenheit als das viel diskutierte Terraforming, über das wir ja hier schon bei Klicks um Science and Fiction berichtet haben. Hier müsste ja die gesamte Marsoberfläche der Lufthülle der Erde angepasst werden. Eine Idee, deren Umsetzbarkeit von vielen Fachleuten übrigens extrem bezweifelt wird. Auf den Einsatz von Aerogel kam das NASA-Forschungsteam übrigens durch die dunklen Flecken auf der Marsoberfläche. Dieses gefrorene Kohlendioxid ist nämlich genau wie das Aerogel lichtdurchlässig, sodass der Boden darunter durch das Sonnenlicht erwärmt wird. So sammelt sich hier gasförmiges Kohlendioxid, das durch seine Ausdehnung letztendlich dazu führt, dass das Eis platzt. Gas wird frei und befördert dunkle Erde an die Oberfläche. Sehr cool, wie Ideen manchmal entstehen. Leben wir bald auf dem Mars? Anklicken, also hier, anschauen und Dr. Watson abonnieren. Super Kanal, den ich unbedingt empfehle. Bis dann. Bleibt dran.